Über ihn geht nichts. He's the greatest. Helmut Berger! Wo bleibt denn der Helmut Berger? Oh, wo bleibt denn der? Dieser Kerl wird noch um sein Leben betteln, Süße, denn er hat Nani Vitali betrogen. Liest du denn keine Zeitung? Los, lies! Kapierst du es jetzt? Ist das Rutger Auer? Nein, das ist Helmut Berger. Und habe ich das richtig verstanden? Sind Sie impotent jetzt? Oder geht's? Ja, weil Sie vorher gesagt haben, dass es mit dem Onanieren nicht mehr so klappt. Nein, es klappt immer. Aber ich muss immer nachdenken an Szenen vor 10 Jahren und so weiter. An was denken Sie da? Das ist nur aus reinem Interesse. Woran denkt Helmut Berger beim Onanieren? Finde ich eine wirklich interessante Frage. Ja, ja, da denke ich an André Heller oder... An André Heller? Oh, oh Mann, ey. Hör auf mit deinem Blödsinn. Zupf dich selber am Tisch. Aber kein Nachwuchstrottel sonst. Der Mann ist Kult, ob als melancholischer Ludwig II., als Marlene Dietrich oder Bettpartner von Liz Taylor. Er war der Sexiest Man Alive. Schlagzeilen machte Berger zuletzt vor allem, weil er mehr als angeschickert Talkshows crashte. Fremdschämalarm auf YouTube. Der Bildband ist das Kaleidoskop eines Ruhelosen zwischen Filmset und Jetset. Bilder aus den unterschiedlichsten Schaffens- und Exzessperioden. Der dicke Wälzer zeigt eine bislang unbekannte Seite des Enfant Terrible. Kindheits- und Jugenderinnerungen. Bilder vor der Zeit als Schwiegermutter Schreck. Zur exklusiven Pressekonferenz erschien er eine Stunde zu spät. Man hat ja einen Ruf zu verlieren. Ich bin auch sehr früh weg von Österreich. So mal so bürgerlich und so. Sie kennen ja Salzburg. Mozartkugeln und so weiter, und Sauerkraut. Da bin ich eben weg und dann bin sofort zurück. Nach Zürich zuerst und dann bin ich nach Paris. War ich auch wieder Etagenkellner. Das war ein bisschen gefährlich. Dann habe ich auch meine verschiedenen Erfahrungen, aber die sind nicht im Buch. Sein Förderer und späterer Liebhaber Luchino Visconti entdeckt den sexy Salzburger 1964 am Strand. Die erste Zusammenarbeit, die Verdammten. Ich bin der Erbe des Hauptaktienanteils und ich habe allein das Recht zu entscheiden. Ich habe allein das Recht zu entscheiden. Helmut Berger als Felix Krull. Wie Thomas Manns Narziss hat auch er den karriereförderlichen Look, durchläuft seine Initiationszeit als Hotelpage und findet in Visconti seinen Mentor, der ihm die Rolle seines Lebens gibt, Ludwig II. Tristan ist wie ein Ozean aus harmonischen Klängen, in den man hineintaucht wie in eine Umarmung. In den 1970ern ist er Teil des sagenumwobenen Jetset, zieht mit goldenem Strohhalm von Bulgari ein halbes Vermögen durch die Nase und hüpft von Bett zu Bett. Mit seiner damaligen Verlobten posiert er als erster Mann auf dem Vogue-Cover und ergötzt die Regenbogenpresse mit unzähligen Skandalen und Affären, darunter Rudolf Nureyev sowie Bianca und Mick Jagger. Und mit Ursula Andres und Anita Erkberg und Marcello Mastroianni und da. Und da haben wir die Fotos auch gemacht, so provozierende Fotos für die Paparazzis, weil die waren ja auch verheiratet, hatten Kinder, die müssen ja auch essen. Also war es mir egal, ob ich da auf einen Baum schiffe oder auf die Toilette gehe. Also das macht bei mir keinen Unterschied. Unter der Regie von Otto Schenk spielte er 1973 den jungen Herrn in Schnitzlers Reigen. Er hat Humor. Ohne witzig sein zu wollen, er ist schüchtern, ohne komisch sein zu wollen. Er ist identisch mit der Figur, die er zu spielen hat. Und er ist von allen Seiten fotografierbar. Das ist auch kein Nachteil. Als erster Schauspieler inszeniert er sich als Toyboy, als Sexobjekt. Eine Rolle, die zu dieser Zeit ausschließlich Frauen vorbehalten ist. Wenn der Produzent so ein Foto damals gesehen hätte, würde ich ein Pornostar gewesen
gewesen und wäre stinkreich heute. Aber ich habe nur Kunstfilme gedreht, also bin ich lief an einer Rente von 450 Euro. Also das macht auch nichts. Anstelle von Kaviar isst man eine Kartoffelsuppe. Das ändert auch nichts. Nach Viscontis Tod unternimmt Berger einen Selbstmordversuch, verfällt dem Alkohol, spielt in Trashfilmen. Geld muss trotzdem hereinkommen. So mimt er in der Fernsehserie Der Denver Clan eher lustlos einen Lustknaben. Okay. Du weinst am Weg zum Set, zur Arbeit, aber du lachst dich zu Tod, wenn du in die Bank gehst. Die letzten 30 Jahre von Bergers Karriere oder besser seines Absturzes beleuchtet der Bildband nur spärlich. 2009 ist er im Low-Budget-Streifen Blutsfreundschaft in der Rolle eines alternden, schwulen Wäschereibesitzers zu sehen, der mit einem jungen Neonazi anbändelt. Bist du alt geworden, Gustav Trzeczynski? Das ist nichts von dem gelernt. Na, mich stört es überhaupt nicht, alt zu werden. Ich bin überhaupt kein Anhänger von diesen ganzen Beauty-Sachen da, Creams und. Mich stört das Altwerden überhaupt nicht. Das Gegenteil. Es bringt mehr Erfahrung. Zurzeit steht er in einer Nebenrolle in dem Kostümschinken Paganini vor der Kamera. Bei Berger weiß man nie, ob er sich für keine Peinlichkeit zu schade ist oder ob er mit diebischer Freude auf die Trivialität der Yellow Press mit noch größeren Trivialitäten reagiert. Aktuellster Aufreger, das Dschungelcamp. Für 150.000 Euro würde er angeblich Maden fressen. Die Schlagzeilen jedenfalls haben sich nicht großartig verändert, nur die Medien.